Herzlich Willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema eigene Pakete für Maxim und Lovefilm. Dieses Video hier nur schnell als Ergänzung zu dem Anleitungsvideo Maxim WatchEver und Amazon Instant Video mit Pipeline unter Linux. Im Infobereich sind Video und Anleitung verlinkt. Was ich heute durch Zufall entdeckt habe, als ich in der Softwareverwaltung und zwar hier die Kategorie Music und Video durchgegangen bin, um ein Programm zu installieren, ist, dass es speziell für Maxdom und Lurfilm eigene Pakete gibt, nachdem man das pipeline PPA hinzugefügt und ein Update durchgeführt hat. Für WatchEver habe ich leider keins gefunden. Für Maxdom gibt es das Paket MaxDome-desktop, was man installieren kann. Es gehört zur Quelle Netflix-desktop und ist abhängig von Wine-Browser-Installer und Wine-Silverlight 5.1-Installer. So wie es heißt, wird eine Windows-Version von Firefox mit den notwendigen Einstellungen und Silverlight geliefert. Verfügbar sind auch noch andere Pakete für ähnliche Dienste. Im Pipeline-PPA unter Pool, Main, N, Netflix-Desktop wird man fündig. Beim ersten Start von MacStorm Desktop unter Menü, Multimedia, MacStorm Desktop müssen ein paar Programme nachinstalliert werden. Danach wird Firefox im Vollbildmodus und MacStorm.de gestartet. Das war User Power von Open Screencast. Ciao und viel Glück!